Hallo, ich sehe irgendwie mega fertig aus. Ich bin auch irgendwie mega fertig. Das letzte Mal habe ich mich, glaube ich, am Dienstag gemeldet. Heute ist Samstag. I'm so sorry. Aber ich war ja in Lübeck. Ich weiß, ich wollte euch mitnehmen, wollte da ein bisschen was filmen. Ich habe euch mitgenommen, ich habe die Kamera mitgenommen. Ich habe aber nicht eine Sache da gefilmt. Es war einfach zu schön. Ich habe die Zeit einfach zu sehr genossen. Und es war irgendwie immer ziemlich unpassend, die Kamera rauszuholen. Und die ersten Sachen habe ich quasi schon vergessen zu filmen. Und dann habe ich mir die anderen Tage eigentlich gedacht, dann bringt das jetzt auch nichts mehr, das andere alles auch noch zu filmen. Deswegen habe ich gesagt, dann lasse ich das und genieße lieber die Zeit mit Angie und Maria. Es war sehr, sehr schön. Mittwoch früh aufgestanden, noch den Rest fertig gepackt, weil ich habe ja Dienstagabend noch alles fertig gepackt. Ich habe noch ein Video zu Ende geschnitten, das für Mittwoch. Ich habe, wie gesagt, meine Sachen gepackt, habe schon mal alles vorbereitet für Freitag, Samstag, Sonntag, also jetzt für das Wochenende. Diese Insta-Dings, was ich immer mache, diese Umfragen, weil ich hatte ja noch so viel zu tun, bevor ich abreise. So, ich habe es aber natürlich nicht mehr geschafft, das Video jetzt für morgen zu schneiden, also für Sonntag, den Vlog. Deswegen muss ich das Ganze jetzt tun. So, Mittwoch, wie gesagt, Mittwoch früh habe ich auch noch ein bisschen was gepackt. Also alles so, was ich noch halt quasi erst am nächsten Tag noch packen musste. Dann bin ich losgefahren und habe mich unterwegs mit Angie und Maria getroffen. Und dann sind wir zusammen zum Zopp gefahren und da sind wir dann in den Bus eingestiegen und sind nach Lübeck gefahren. Wir kamen mit ein bisschen Verspätung an, aber gut, es war halt Stau und so. Aber es ging schon, also es gibt Schlimmeres. Als wir dort ankamen, sind wir dann halt erstmal zu Maria nach Hause gefahren, haben uns so ein bisschen hingechillt, kurz ausgeruht und sind dann eigentlich quasi schon wieder los in die Stadt gelaufen, um erstmal einzukaufen. Denn also wir haben eigentlich quasi bei Maria nur unsere Sachen abgeschmissen und dann sind wir einkaufen gegangen, weil wir halt, wie gesagt, für die nächsten Tage ein bisschen was einkaufen wollten. Alles, was man halt noch so gebraucht hat, weil Maria war ja jetzt auch quasi eine Weile nicht in Lübeck, weil sie ja die komplette letzte Woche hier in Berlin war, weil sie ja an dem Freitag davor, ab dem Freitag ist sie dann nach Hause gefahren und dann hatte sie ja Urlaub, war sie ja auch nicht mehr da und deswegen sind wir dann zusammen hingefahren. Und deswegen sind wir dann auch alle erstmal einkaufen gegangen, um für die nächsten Tage was einzukaufen, was man halt so braucht. Ja, und alles, was wir dann so für die Tage eingekauft haben, haben wir dann wieder nach Hause gebracht. Ja, wie gesagt, dann haben wir halt alles abgestellt und sind dann wieder losgelaufen, weil wir was essen gegangen sind. Und zwar sind wir Burger essen gegangen und das war so mega lecker. Die hatten da selbstgemachte Säfte und so. Oh, richtig gut, das war mega, mega lecker. Und dann sind wir nach dem Essen, glaube ich, schon wieder nach Hause. Haben noch ein bisschen Musik gehört, gequatscht. Noch ein bisschen was getrunken und dann sind wir, glaube ich, schon ins Bett gegangen, weil der Tag halt uns auch schon ein bisschen fertig gemacht hat. Ich war halt sowieso müde, weil ich Montag und Dienstag sehr, sehr früh aufgestanden bin und Mittwoch ja dann auch, naja, das war dann nicht mehr so früh, aber trotzdem war es früh, aufstehen musste und deswegen, ich habe nur ein bisschen im Bus geschlafen, weil ich mich ansonsten ganz viel mit Maria unterhalten habe, weil wir sehen uns ja immer lange nicht und dann gibt es immer viel zu erzählen. Donnerstag sind wir aufgestanden irgendwann, ganz gemütlich gefrühstückt. Und dann sind wir in den Bus eingestiegen und ich weiß nicht, so 3 Stationen gefahren oder so. Also erstmal mussten wir zur Bushaltestelle laufen, weil das war ein anderer Bus als die Bushaltestelle irgendwie da, wo wir sonst gefahren werden, immer sonst. Wie auch immer. Ich kenne mich in Lübeck nicht so aus. Maria kannte sich da ganz gut aus. Ja, und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Stand-Up-Paddling gemacht. Maria hat das schon gemacht und Angie und ich haben das quasi zum ersten Mal gemacht. So, und Maria meint, das ist so cool. Man konnte sich aussuchen, ob man 1 Stunde oder 2 Stunden macht. Wir haben erstmal nur eine Stunde gemacht, weil erstmal haben Angie und ich das zum ersten Mal gemacht. Ja, und dann hatte ich auch nicht so viel Geld mitgenommen. Also klar, ich hatte bei Maria zu Hause hatte ich noch mehr Geld, aber ich habe halt so nicht viel Geld mitgenommen, weil ich dachte, wir müssen nicht noch mit dem Bus fahren. Also ich habe so vieles nicht mit einberechnet, aber egal, die eine Stunde war trotzdem sehr, sehr schön und intensiv. Klar wären 2 Stunden auch cool gewesen, aber es ist trotzdem so schön gewesen, wie es war, denn danach sind wir dann nämlich noch in so ein kleines Freibad gegangen, was quasi sowas wie nebenan war. Da musste man dann nur 2 Euro bezahlen. War auch schön, dann sind wir noch baden gegangen dort und haben uns dann noch so ein bisschen auf die Wiese gelegt und so ein bisschen quasi gesonnt und Musik gehört und gequatscht. Ja, und wie gesagt, dieses Stand-Up-Paddling hat so Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß machen würde, aber ich hätte auch gedacht, dass ich mich schlechter anstelle, einfach aus dem Grund, weil
so sportliche Aktivitäten sind halt einfach nicht meins. Und ich bin eigentlich so gut wie in allem schlecht, habe ich so das Gefühl. Also so, was sportliche Aktivitäten auf jeden Fall angeht. Und dafür, finde ich, habe ich mich echt gut angestellt. Deswegen hatte ich halt auch das Gefühl, es würde mir nicht so Spaß machen, weil ich halt gedacht habe, ich werde halt mega schlecht sein und so oft vom Board fallen. Ich bin nicht einmal vom Board gefallen. Das heißt, ich bin nicht einmal ins Wasser gefallen, was ja rein theoretisch auch nicht schlimm gewesen wäre, weil es war ja nur Wasser und man hatte eh Bikini an. Aber ja. Und es hat so, so Spaß gemacht, wirklich. Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe ewig gebraucht gefühlt, bis ich mich endlich mal getraut habe, mich hinzustellen. Maria hat sich ja gleich hingestellt, hat uns gezeigt, wie sie das am besten immer macht. Dann hat sich Angie eigentlich kurze Zeit später auch schon hingestellt. Bei Angie ging das relativ schnell. Ich habe ziemlich lange gebraucht, aber ich habe es dann irgendwann geschafft und ich war irgendwie mega happy, als ich das dann geschafft habe. Es war ein bisschen schwer mit dem Steuern, da kam ich noch nicht so gut klar. Da kam ich bis zum Ende, glaube ich, nicht ganz so gut klar, aber das mit dem Stehen und Paddeln, so habe ich richtig gut hingekriegt. Klar, habe ich mich trotzdem zwischendurch mal hingesetzt und manchmal habe ich so doll gewackelt, dass ich dann dachte, okay, ich habe das Gefühl, ich verliere gleich mein Gleichgewicht. Deswegen habe ich mich dann oft schnell wieder aufs Board fallen lassen, so damit ich halt quasi nicht runterfalle. Und es war aber auch so schön, manchmal haben wir auch einfach nur auf dem Board gesessen und gequatscht und es hat mega, mega Spaß gemacht. Und dann halt auch da in diesem kleinen Freibad da und dann sind wir danach. Nach dem Freibad sind wir dann nämlich kurz noch in so ein kleinen Imbiss gegangen oder so. Ich weiß nicht, was genau das war. Und Maria und Angie haben einen Kuchen gegessen, ich habe ein Eis gegessen. Angie hat Milchkaffee getrunken, Maria und ich haben Mangolassi getrunken. Und da haben wir dann auch noch gechillt, dann kamen aber die Wespen und wir haben uns dann quasi von den Wespen verscheuchen lassen. Was ich aber sagen muss, zum Beispiel, wo wir da an diesem Freibad-Dings waren, da an dem See, da waren dann übel viele Fliegen so, ich weiß auch nicht. Naja, und dann sind wir halt los, und dann sind wir nach Hause gelaufen, wir sind eine Weile gelaufen, aber es war okay. Musste man halt nicht nochmal ein Busticket zahlen, also Maria ja nicht, sie hat ja eh da so eine Monats-Jahreskarte, also so ein Jahresabo, aber eine Monatskarte, ihr wisst, was ich meine halt, ne? Aber dann so, sonst hätten halt Angie und ich uns wieder was holen müssen. Deswegen sind wir dann nach Hause gelaufen, da haben wir dann, zu Hause haben wir dann kurz gechillt, Musik gehört, ein bisschen gequatscht, wie immer eigentlich. Und dann haben wir eigentlich angefangen, schon wieder unsere Sachen zusammenzupacken, weil wir dann zum Abendbrot grillen wollten. Und dann, hier sind wir losgelaufen. Wir hatten uns nämlich, da wo wir einkaufen waren, auch so einen Einweggrill geholt, zwei und alle Zutaten zum Grillen. Und dann sind wir ja, wie gesagt, losgelaufen, haben uns irgendwo ans Wasser gesetzt. Wir sind eine Weile gelaufen, um eine schöne Stelle zu finden. Und dann haben wir gegrillt und saßen am Wasser und haben gegrillt und gegessen. I'm sorry, ist gerade mega laut draußen, aber ohne Fenster auf geht gerade nicht. Und es war so, so schön. Dann saßen wir halt da am Wasser, haben gegrillt, dann gequatscht, Musik gehört. Es war so, so schön. Es sind so viele schöne Momente einfach, wo ich das einfach nicht mit der Kamera festhalten konnte, weil ich es einfach so in mir aufnehmen wollte, weil es so schön war. Ja. Und dann waren wir richtig lange dort, haben dann die Sterne sogar noch angeguckt und so und sind dann irgendwann wieder nach Hause. Da haben wir uns dann, ich weiß gar nicht mehr, haben wir noch was getrunken? Ich glaube, weil wir haben ja dort auch, wo wir gegrillt haben, was getrunken. Da war auch Ätzend mit den Wespen die ganze Zeit. Und dann zum Abend hin, dann, wo es dann dunkel wurde, sind die Wespen zwar gegangen, dann kamen aber die Mücken so, als ob die sich so abgesprochen haben, so, okay, Jungs, gute Nacht, wir übernehmen jetzt die Nachtschicht, so. Oh Mann, keine Ahnung. Aber die Mücken finde ich weniger schlimm als die Wespen. Und dann sind wir wieder nach Hause irgendwann und haben uns dann, glaube ich, auch, wie gesagt, nur noch ins Bett gelegt oder so. Ich glaube, wir haben nichts mehr getrunken. Ich glaube, da sind wir, weil wir dort draußen schon getrunken haben, dann sind wir ins Bett gegangen und am nächsten Tag sind wir relativ früh, sag ich mal, aufgestanden. Wir sind also auf jeden Fall mit Wecker aufgestanden, weil wir nämlich am Freitag nach Hamburg wollten. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben erst gefrühstückt und dann sind wir mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Von Lübeck nach Hamburg mit dem Zug dauert eine Stunde, also es war mega entspannt. Da Angie da aber schon wieder Hunger hatte, sind wir erstmal, als wir raus sind, haben wir was zu essen gesucht quasi. Wir sind auch draußen rumgelaufen in Hamburg, als wir quasi aus dem Zug rauskamen und fanden auch, es sah nach Regen aus, obwohl es die ganze Zeit nicht angesagt war. Also dass es nicht regnen soll oder so, es war so mega komisch. Dann sind wir aber in so ein Center gegangen, Antje hat was gegessen, Maria und ich haben uns einen Smoothie geholt, der auch mega lecker war. Also so Maria hatte einen anderen als ich, aber wir wollten halt irgendwie einen Smoothie und da gab es halt immer grün und war richtig gut. Ja, und dann sind wir raus und dann haben wir gesehen, okay, das war mega nass draußen. Es hat zwar nicht mehr geregnet, aber noch genieselt und dann sind wir eigentlich immer weitergelaufen. Sind dann zum Rathaus dort, weil das ja mega schön ist in Hamburg, sind auch in das Rathaus kurz rein.
Da meinte Maria, denn jetzt könntest du mal die Kamera rausholen und das filmen. Hätte ich machen können, aber wie gesagt, ich finde halt, dadurch, dass ich das erste alles nicht so aufnehmen konnte und alles nicht aufgenommen habe, fand ich das schöner, das dann so zu machen, dass ich euch das jetzt wieder nur erzähle. Ich weiß, ihr möchtet das eigentlich alles viel lieber sehen, als dass ich euch am Ende alles erzähle. Aber ich habe es einfach genossen, so wie es war. Und deswegen, fand irgendwie die Momente super unpassend, die Kamera in die Hand zu nehmen. Tut mir leid. Aber es war trotzdem schön, dann sind wir noch auch dort in der Nähe zum Wasser gegangen, haben uns da so ein Schiff angeguckt und dann hat Angie dann noch ein Eis dann gegessen. Maria und ich haben dann was bei Nordsee gegessen, eine Kleinigkeit. Maria hat Fisch und Chips gegessen. Ich habe nur Chips, also nur Pommes gegessen. Ja, und dann sind wir wieder weitergelaufen und wollten dann wieder Richtung Jungfernstieg. Dann sind wir aber erstmal in so einem Park vorbeigekommen und da war so eine Bank und da haben wir uns auch erstmal hingesetzt. Und weil in diesem, oder Park, es war halt eine Grünfläche und da waren dann auch immer so Hunde und die dann so gespielt haben, haben wir dann so zugeguckt, haben viel gequatscht. Es gibt halt immer super viel zu erzählen und dann kamen wieder Wespen und wir haben uns quasi wieder verscheuchen lassen. Und dann sind wir wieder Richtung Jungfernstieg weiter und haben uns dann dort am Wasser hingesetzt, die Schwäne beobachtet und die Möwen und die Enten und so. Ja, haben ein bisschen wieder gequatscht, gesessen, gechillt. Und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir mal so schon mal uns, weil ich habe dann gesagt, ich krieg so ein kleines Hüngerchen, dass wir dann mal gucken wegen Armbrunnen. Haben wir uns umgeguckt. Antje hatte eigentlich die ganze Zeit Bock auf Pizza. Maria hatte halt irgendwie eigentlich Bock auf Asiatisch. Aber wir haben gesagt, es muss ja nicht unbedingt irgendwas davon sein. Und dann haben wir aber gesagt, wir gucken mal nach einem Asiaten. Und dann sind wir in so ein Center reingegangen. Und da wollten wir eigentlich zum Asiaten. Aber dann sind wir an so einer Pizzabude vorbei. Die sah eigentlich echt geil aus. Und dann haben wir gesagt, oh, dann gehen wir doch lieber dahin. Und da haben wir dann erstmal Pizza gegessen, die auch mega lecker waren. Oh, da gab es auch selbstgemachte Limonaden. Und die waren auch so lecker. Die war so gut. So gut. Jeder von uns hatte eine andere und die waren alle, fand ich, mega lecker. Oh, die waren so lecker. Ich konnte gar nicht aufhören, das zu trinken. Das war so lecker. Die Pizza, wie gesagt, war auch mega lecker. Ich habe mir mein Stück einpacken lassen. Ein Stück ist bei mir übrig geblieben. Maria hat Pasta gegessen. Angie hat ihre Pizza aufgegessen. Und dann sind wir nochmal kurz Richtung Bahnhof gegangen, um zu gucken, dass wir halt zum Dings fahren können, zur Reeperbahn, wie wir dann am besten zur Reeperbahn kommen. Dann sind wir halt zur Reeperbahn gefahren, sind dort erst rumgelaufen und dann, weil, wie gesagt, wir sind halt nach Hamburg gefahren, einmal weil Hamburg sehr, sehr schön ist und Angie war halt noch nie da und wollte unbedingt mal nach Hamburg und jetzt hat Angie Hamburg auch mal gesehen. Das Coole war ja, als ich das letzte Mal in Hamburg war, war ich ja noch unter 18, das heißt, auf der Reeperbahn konnte ich eh nicht viel machen und ich war dann aber mit Angie und Maria jetzt so da und ich meine, wir sind jetzt 20 so. Und ja, dann sind wir da so rumgelaufen, waren dann noch in so einem Laden drin und dann sind wir in so eine Bar gegangen, haben einen Cocktail getrunken, jeder von uns. Da war dann plötzlich auch auf einmal irgendwie Karaoke-Abend oder so. Die eine Barfrau meinte auch zu mir, also die eine Kellnerin, ich sollte auch unbedingt singen. Und wenn ich singe, dann krieg ich ein Getränk auf ihren Nacken. Und ich war dann so, oh mein Gott, hätte ich gerne gemacht. Gesungen und ein Getränk natürlich auf ihren Nacken so, aber ich hätte halt nicht gerne alleine gesungen. Gut, Maria und Angie hätten bestimmt mit mir zusammen vorne da Karaoke gesungen, aber es war auf einmal auch so voll und dann konnten wir auch nicht so lange bleiben, weil wir wollten ja unseren letzten Zug wieder bekommen. Wir haben uns ja extra gemerkt, wann der letzte Zug nach Lübeck fährt und dann den wollten wir ja bekommen. Sorry, mein Computerlicht ist ausgegangen. Um eben wieder zurück nach Lübeck zu kommen und dann mussten wir halt auch irgendwann dann leider schon wieder los. An sich habe ich auch gesagt, eigentlich dürfen wir jetzt nicht gehen, eigentlich müssten wir bleiben. Wir haben auch gesagt, wir wollen das mit Hamburg nochmal machen und dann, dass man sich vielleicht irgendwie ein kleines Hotel sucht oder so, dass man halt eine Nacht da übernachtet, dass man halt auf der Reeperbahn den Spaß seines Lebens haben kann oder so, dass wir das auch mal machen. Weil es war halt wirklich mega cool. Es hat mega Spaß gemacht. Ja, und dann sind wir halt total kaputt wieder bei Maria zu Hause angekommen und dann sind wir eigentlich nur noch schlafen gegangen, weil wir echt fertig waren. Und heute hat dann der Wecker wieder geklingelt. Wir haben nämlich auch extra vorsichtig einen Wecker geklingelt, weil wir alle todesfertig waren, wussten wir, okay, keiner wird pünktlich wach sein, weil wir wollten ja heute noch unseren Zug nach Hause, unseren Flixbus nach Hause schaffen, Angie und ich. Maria ist ja da geblieben, klar, weil sie auch Montag wieder arbeiten muss. Angie hat nächste Woche noch Urlaub. Ja, dann haben wir noch zusammen gefrühstückt, dann hat uns Maria noch zum Bus gebracht und ja, dann sind Angie und ich wieder nach Hause gefahren. Ja, es war wirklich ein so, so schönes Wochenende. Oder was heißt Wochenende? Schöne Tage, so von Mittwoch bis Samstag quasi.
Es war richtig, richtig, richtig schön. Es war sehr, sehr schön. Wir haben schon gesagt, das sollten wir eigentlich öfter machen, weil es war halt so, so toll. Klar hätte ich euch auch was filmen können, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis, weil, wie gesagt, manchmal will man die Momente einfach genießen, so wie sie sind. Ich muss jetzt, wie gesagt, leider noch ein Video schneiden. Was heißt leider? Aber ich habe es ja nun mal vorher nicht geschafft. Das heißt, ich werde jetzt meinen Vlog schneiden, der morgen rauskommen soll um 12. Eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock. Eigentlich würde ich jetzt gerne chillen. Wie gesagt, ich kam jetzt nach Hause, dann habe ich mein Cousin war hier, weil er hat mit meinem Vater unseren alten Kirschbaum abgesägt, weil wir da gerne ein Baumhaus drauf machen wollen. Und ja, wir haben ja einen neuen Kirschbaum da. Da gab es ja dieses Jahr auch die ersten Kirschen, die wir leider vergessen haben abzupflücken, die sich dann die Vögel geholt haben. Ja, aber wie gesagt, jetzt ist der alte Kirschbaum erstmal ab. Das heißt, ja, wir können dann da ein Baumhaus, habe ich ein Baumhaus gesagt? Ein Vogelhaus drauf machen. Ich hoffe, ich habe vorhin kein Baumhaus gesagt. Vorhin eben. Ja, und dann haben wir jetzt gegrillt und Abendbrot gegessen und das war sehr, sehr lecker. Und jetzt würde ich eigentlich gerne chillen, aber da ich mich ja vorhin jetzt nicht gleich dran gesetzt habe, muss ich das jetzt machen und zwar Video schneiden. Ja, das werde ich jetzt machen. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns dann morgen oder ich weiß nicht, wann ich mich wieder melde. Auf jeden Fall sehen wir uns wahrscheinlich dann die Tage wieder. Die letzten Tage habe ich mich nicht gemeldet, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil es tut, glaube ich, auch mal ganz gut, sich gar nicht zu melden, weil ich habe eh so viel Material da. Ich weiß doch eh nicht, wann ich was noch hochladen soll, weil ich einfach zu viel Material da habe. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn noch mal ein paar Tage dazwischen nichts ist. Gut. Peace.